Sprüche der Frohe Postern läuft ja noch bei uns in aller Frische, kommt sehr gut an bei euch. Nochmal eine kleine Hinweis zu jeder Bestellung, egal was ihr bestellt, ein handsigniertes, limitiertes Poster per Zufallsprinzip zu eurer Bestellung dazu. Und ab einem Bestellwert von 65 Euro, den man easy peasy erreichen kann, gibt es noch Gratis-Items. Ihr könnt euch aussuchen. Wir hätten nicht gedacht, aber das aktuell bestlaufendste Gratis-Item ist das Taschenmesser hier mit dem Get On My Level Logo drauf. Dann haben wir natürlich noch für die Älteren unter euch die wichtig und richtig Kondome. Plus natürlich auch, wenn ihr Lust habt, einen Clipper, ein Sturmfeuerzeug oder einen Schlüsselanhänger, könnt ihr euch aussuchen, eins von 5 Gratis-Items. Wir bieten garantierte Lieferung, wenn ihr bis Mittwoch 18.50 Uhr bestellt mit ZenRush, das ist vor Ostern da. Also ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr geht einfach rauf, nehmen wir jetzt einfach mal hier die Tasse, die sehr beliebt ist. Und hier seht ihr ZenRush, da müsst ihr raufklicken, mit dem müsst ihr bestellen. Und auf Entspantarino ist es noch vor Ostern bei euch zu Hause. Ne? Ganz easy Ostergeschenke shoppen, geh ich dir vergönnt, viel Spaß damit, kurz. Ich wurde oft gefragt, liegt vielleicht daran, dass ich halt selber einen Lambo habe, keine Ahnung, was ich vom neuen Lambo halte, aber ich habe mir noch nichts angeguckt. Oh, liebe Autobild-Freunde, heute bin ich bei Lamborghini in Sant'Agata Bolognese und... Wo, in Agata ist er, Alter? Auf einmal wisst ihr aber was? Ihr seht hier schon so neben mir... Boah, das ist so wunderschön, Alter. Eben den Countach, hier Diablo. Lamborghini Diablo, Digga, ist, glaube ich, mit einer der... Oh, Digga, muss ich direkt nochmal, geht nicht anders. Boah, also ich sage euch ehrlich, für mich mit einer der schönsten. Einmal habe ich Pasta Spezial mit Curry, einen gemischten Salat ohne Oliven mit American Dressing, Bruschetta. Nochmal zurück zum Lamborghini Diablo. Für mich persönlich, und natürlich ist das auch so, ne, ein bisschen so Kindheit und so, aber Lamborghini Diablo fand ich immer, also es war einfach ein wunderschönes Auto, Digga. Oder ist ein wunderschönes Auto. Ganz ehrlich, das Gesamtkonzept sieht einfach geil aus. Ich finde die Front schön, ich finde ihn von der Seite schön. Seine hässlichste Seite, finde ich, ist sogar das Heck. Wunderschön, Digga. So, und jetzt wollen wir uns mal angucken, wenn uns die Schlaftablette hier was ins Ohr sabbelt, wie der neue Lamborghini aussieht. Das hier, das ist der Lamborghini Aventador. Der kam 2011 auf den Markt. Das ist mittlerweile 12 Jahre her. Das Auto wurde 12 Jahre lang gebaut. Eine extrem lange Zeit. Für Lambo war das wirklich ein Erfolgsmodell, unzählige Versionen, also die jetzt hier alle aufzuzählen. Der Lamborghini Aventador ist auf jeden Fall auch mit einer der schönsten. Den bin ich ja auch mal gefahren, mein Geschäftspartner hatte ja auch eine Zeit lang einen. Ein heftiger Bolide V12, boah. Aber heute können wir uns hier im Centro Stile das fertige Auto anschauen und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Mach mal. Ich nehme mal. Oha. Alter, boah. Das eine sieht ja mächtig aus. Die Farbe sagt mir nicht so zu. Also für mich sieht die Farbe viel zu doll nach McLaren aus. Das ist der also. Der. Oh, schwierig. Natürlich, in einem Video sieht ein Auto nie so aus wie im Real Life. Also die Eindrücke. Front sagt mir im ersten Moment nicht so zu. Oh, okay, aber von der Seite sieht er schon wieder ein bisschen geiler aus. Ja, Lamborghini Aventador. Und das Wichtigste zuerst, der Name. Revuelto. Viel wurde darüber diskutiert. Das ist er also. In klassischer Lambo-Manier natürlich der Name eines Kampfstieres, eines spanischen Kampfstieres. Uns wurde gesagt, er hat 1880 in Barcelona gekämpft und war... Naja, 1880 habe ich auch in Barcelona schon gekämpft. Was auffällt ist, es gibt diesmal kein Kürzel dahinter. Beim Aventador beispielsweise war es ja LP700-4, also 700 PS, Allradantrieb. Das gibt es jetzt hier nicht. Es liegt daran, dass das hier eben ein offiziell zumindest auf dem Papier Plug-in-Hybrid ist. Allerdings muss man natürlich auch so fair sein und wenn man dieses Auto jetzt wirklich als umweltfreundliches Auto einstufen möchte, ja, das ist er einfach nicht, aber ich glaube, das erwartet auch keiner. Also er trägt das so hervor, aber ein bisschen mehr Power in der Stimme. Ich will ihm nicht sagen, wie er seinen Job zu machen hat, vielleicht ist es sein Stil, okay, aber ein bisschen mehr Power in der Stimme, um einen richtig abzuholen, so wisst ihr, fehlt ein bisschen, finde ich. Systemleistung, 1015 PS, also vierstellig. Das Alter! Ist so. Zeig mir den Arsch! Zeig mir den Arsch! Richtig! Ui! Okay. Also der Arsch sieht schon brachial aus, Digga. Der sieht schon ziemlich brachial aus.
Aber am besten gefällt er mir eigentlich von der Seite, muss ich sagen. Und die Farbe ist natürlich eine Farbe, die sehr krass ins Auge sticht. Aber den stelle ich mir jetzt zum Beispiel in ganz schwarz und so, sieht er auch wieder ganz anders aus. Schwarz! Wie muss ein Lamborghini aussehen? In meiner Wahrnehmung am besten so brutal. Vielleicht ist es nur die Kameraperspektive so, aber von der Front gefällt er mir bis jetzt am wenigsten. Also von der Seite finde ich den einfach nur arschgeil. Von der Seite sieht der sowas von sexy aus. Aber natürlich ist ja klar wie Kloßbrühe, wenn man den einmal selber in real sieht oder vielleicht auch mal auf der Straße oder in einer anderen Farbe, dann vermittelt dieser Wagen einen ganz anderen Eindruck. Besonders interessant finde ich ist dieser Lufteinlass. Boah, das sieht schon extrem sexy aus, Digga. Sehr hübsch. In Summe ist das Auto knapp 15 cm länger. Ja. 3,5 cm vorne, 3,5 cm hinten und ungefähr 8 cm mehr Radstand. Die 3,5 cm vorne und hinten hätte ich auch gerne mehr. Das ist wirklich das Einzige, was mir an meinem Huracan Performante, das heißt nicht gefällt, was ich gerne hätte. Und das sind Flügeltüren. Ich habe ja ganz normale Türen. Das ist schon Boss-Modus, Digga. Und der Orangeton gefällt mir überhaupt nicht. Geschmackssache. Der sieht von hinten schon richtig böse aus, finde ich, Digga. Die Endrohre muss man nicht feiern, aber ich finde, das Heck sieht extremst böse aus. Jetzt bin ich gespannt. Marktstart und Preis. Der wird an die, ich würde sagen, 350 bis 400.000. Marktstart kann ich schon ziemlich genau sagen. Also der Produktionsstart ist im letzten Quartal 2023 und die ersten Kundenfahrzeuge, die sollen noch so ganz knapp vor dem Jahreswechsel ausgeliefert werden. Mit dem Preis, da gestaltet es sich ein bisschen schwieriger. Wie immer. Lambo sagt offiziell noch nichts dazu, aber sie haben zumindest gesagt, er wird teurer als der Aventador SVJ. Oh. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal so ungefähr 500.000 Euro in den Rang. Ja, okay. Ich bin extrem froh, dass es im Jahr 2023 noch solche Autos geben kann. Ich meine, überlegt euch das mal. Ein 6,5 Liter V12 Sauger, 825 PS bei 9.500 Umdrehungen. Also das sind Werte, so allein schon auf dem Papier sind die doch schon emotional. Und dann kommen noch die E-Motoren hinzu, dann haben wir 1015 PS. Das Ding geht in 2,5 Sekunden auf 100, läuft über 300. Was? 2,5 Sekunden ist eine Ansage. Macht es jetzt einfach mal mit, okay? Jeder von euch macht ein Turbo S auch. Ja, dann kauft den Turbo S, alles gut. Tesla Model S, 2,2 Sekunden. Dann kauft den Tesla. Aber der Tesla hört sich beim Beschleunigen genau so an. Hört hin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall ein schönes Auto. Das Einzige, womit ich mich nicht so anfreunden konnte, war die Front. Aber es kam immer auch so auf die Kamerawinkel an. Ich fand ihn auch echt sympathisch. Einzig ein bisschen mehr Power an der Stimme hätte ich mir noch gewünscht. Aber ansonsten so ein Top-Video. Warte mal, wir können uns noch mal das offizielle Video von Lamborghini angucken. Man hat das Gefühl, man startet gerade ein neues PS5-Spiel, Alter. Der da gerade brutal von vorne aus. The first plug-in hybrid. Boah, Digga! Alter! V12 Engine. To combine the sound of the engine with the light of a new beginning. Ich hab nichts gesagt. Die Front sieht absolut wunderschön aus. Heilige Scheiße, ist das ein schönes Auto, Mann. Das mit den Lichtern und so hat man ja eben bei dem Bildding nicht gesehen so richtig. Thunder and lightning, finally together. Performance
electrified vehicle. We accelerate toward the electric age with the roar of our history. Geil gemacht. So gut gemacht. New Lamborghini Revuelto. From now on. Alter, war das ein heftiger Film. Und der Wagen war wirklich, der Wagen sieht wunderschön aus. Ich brauch den, also ich sag dir ehrlich, eine 500.000 für das Auto, Digga. Ich hab ja noch den Huracan Performante. Und irgendwie liebe ich den Huracan Performante auch sehr. Nee, erstmal nicht. Zumindest nicht am Anfang. Und ihr dürft ja nicht vergessen, der Huracan Performante ist in seinem Bereich, der macht 2,8 Sekunden offiziell von 0 auf 100. Der wurde aber auch schon mit 2,6 Sekunden gemessen. Der Huracan Performante mit einem V10-Motor ist ein wunderschönes Auto, Digga.